Scheinbare Routine auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Eine Rakete schießt planmäßig in den Himmel. Das Besondere, diese hier kehrt zumindest teilweise auch zurück. Seit Beginn der Raumfahrt sind die Flugkörper, die die eigentlichen Raumfahrzeuge auf den Weg bringen, sehr teure Wegwerfprodukte. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe verglühen die einzelnen Raketenstufen entweder beim Wiedereintritt in die Atmosphäre oder treiben als Raumschrott im Orbit. Der Jubel aus dem Off im Kontrollzentrum erhebt sich, weil nun der Plan der Firma SpaceX realisierbar erscheint: wiederverwertbare Raketen, die zwischen Erde und Himmelskörpern pendeln. Diese Animation verdeutlicht den ersten erfolgreichen Test. Die erste Raketenstufe hat sich gelöst und schwebt zur Erde zurück. Dort landet sie 11 Minuten nach dem Start wieder heil und ganz in aufrechter Position. Ein ähnlicher Versuch vor etwa einem halben Jahr war noch fehlgeschlagen. Sollte die Wiederverwendung zumindest der unteren Raketenstufen nun dauerhaft gelingen, könnte dies zu einer erheblichen Kostenreduzierung von Weltallflügen führen.